Also ist die Demut im Gebet keine Sunna, Freiwilliges, sondern es ist eine Pflicht. Du musst demütig sein. Dann haben die Gelehrten natürlich unterschiedliche Ansichten. Muss diese Demut das komplette Gebet lang andauern? Oder reicht es, wenn man einige Momente in Demut verharrt? Denn ein ganzes Gebet vollkommen in Demut zu verrichten, ist nicht einfach. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass der Mensch belohnt wird für sein Gebet, je nachdem, wie er es verrichtet hat. So kann er ein Viertel von dem Lohn bekommen oder mehr oder weniger oder gar nichts vom Lohn, je nachdem, wie anwesend sein Herz im Gebet ist. Das heißt, Al-Khushu', die Demut, ist eine Pflicht, die jeder Muslim einhalten muss während des Gebets. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Was ist mit Leuten, die ihre Blicke in den Himmel richten? Da verschärfte sich seine Rede und er sagte: Entweder unterlassen sie es oder ihr Augenlicht wird ihnen entnommen. Daraus folgt, dass man während dem Gebet nicht nach oben schauen darf. Ja? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies verboten. Sondern der Muslim, wenn er betet, schaut, wie schon gesagt, runter zur Stelle, an der er seine Stirn legt, wenn er sich niederwirft.